Tut mir leid, Frau Kramm, ich habe Ihren Mann noch nicht gesehen. Aber sein Wagen steht hier, also nehme ich an, dass er schon da ist. Ja, sage ich Ihnen. Wiederhören. Hat er das Fenster doch nicht zugemacht? Hallo, Harald? Deine Frau hat mich gerade angerufen. Sie macht sich Sorgen, weil du gestern nicht nach Hause gekommen bist. Harald? Was liest denn du Schönes? Das ist meine neue Fachzeitschrift. Das Horoskop, was da drinnen steht, ist der Hammer. Ach so, ein Schmarrn. Horoskope. Nix Schmarrn, das stimmt alles bei mir überein. Das ist schon fast unheimlich. Stuckel, jetzt werde ich mal was sagen. Wenn du glaubst, was da drinnen steht, dann weiß ich nicht, ob bei dir so alles übereinstimmt. Was, bist Löwe, gell? Ja. Glücksplanet Jupiter macht Pause und beschert Ihnen einen pannenreichen Wochenanfang mit viel Aufregung. Verschieben Sie wichtige Entscheidungen und Aktivitäten daher auf später. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Grüß dich, Marie. Morgen, Hattl. Ich hab mich schon gewundert, wo du bleibst. Ich bin noch mal heimgefahren. Den da holen. Hey, für wen hast du denn so schick gemacht? Meine bockige Marion gewiss nicht. Nein, ich muss auf dem 80. Geburtstag von so einem Monsignore heute. Doch nicht vom Grandner Josef. Doch, genau so heißt er. Da muss ich heute auch hin. Im Namen der Stadtverwaltung und Blumstraße überbringen. Okay, weiter. Warum musst du hin? Das ist der Bruder von meinem Onkel. Das ist hier. Oh, pass auf, dass da nichts drankommt. Da sieht man nämlich an jedem Fleck. Den ganzen Tag im Kommissariat, was soll denn da schon passieren? Ich hab ihn nur gewarnt. Stocke, jetzt hätt's nicht. Ich bin doch schon. Ja, wo? Bergrausch kenne ich, bin ich auf dem Weg. Merci, bitte, ciao. Du weißt was, ich hol dich ab und wir fahren zusammen hin. Das ist eine Geschichte, dann kann ich wenigstens auf Nacht was trinken. Bitte. Bitte. Ich bin um 6 Uhr vom Kommissariat. Ja, ist schön. Servus. Servus. Grüß dich, Michi. Grüß dich, Hartl. Wie schaust denn du aus? Nein, Kehle, Wasserschaden, wollte nachschauen, bin ich ausgerutscht. Nein, du Arme, nicht dein Tag heute, hä? Jetzt fangen wir du auch noch damit. Wie schaust du überhaupt aus? Geht's ja los mit der Marion? Nein, 80. Geburtstag. Deine? Nein, was ist es mit dem Wasserschaden? Rollbruch im Keller. Du sag mir, hast du vielleicht ein paar frische Socken? Ja, daheim. Ja. Sag mal, was brauchst du denn mit? Du brauchst einen Spangler, dann kann ich wieder fahren, oder was? Nein, wir haben ja auch eine Leiche. Ah. Harald Grimm, 54 Jahre alt. Verheiratet? Okay, bitte hilf mir mal. Na, mach. Ja. So. Das war der Besitzer von der Bergrausch und von ein paar anderen, die es denken. Ja, Michi. Und der ist der Soffen, oder was?
Nein, das eine hat mit dem anderen überhaupt nicht das Geringste zu tun. Aber die genaue Todesursache sagt doch sicher die Frau Dr. Eckstein. Ist die schon da, oder was? Ja, freilich, die ist schon vor mir da gewesen. Der Linz hat auch schon nach dir gefragt. Dann lass mal die Herrschaft nicht warten. Nein. Vicky! Ja? Sag mal, wie hat denn die Leute eigentlich aufgefunden? Die Frau Fendel, die Geschäftsführerin. Pass mal auf. Sie hat gesagt, hier, die Eingangstüre war abgesperrt. Aber dieses Fenster hier, das war sperrangelweit offen. Einbruch. Ja, die sind dir das so leicht gemacht. Das war zum Lüften offen. Lass mich sie nicht wundern. Fingerabdrücke? Freilich, jede Menge. Das macht es uns jetzt so schwer. Warum das? Ja, weil sie jeder gewesen sein kann. Gäste, Personal, Leute, Schwiegermütter, Lieferanten. Ah. Geile Deko. Bei uns daheim in der Geisterbahn. Herr Hartl, allzu elegant. Ja, haben Sie noch nichts über die neuen Bekleidungsvorschriften für ermittelnde Beamte gelesen? Nein, habe ich nicht. Nein, Herr Linde, geht Sie amüsieren auf Ihren Geburtstag? Amüsieren auf den 80. Also mein Onkel, der hat... Ich möchte die Plauderei ja nur ungern stören, aber ich hätte heute auch noch was anderes zu tun. Wir sind ganz Ohr, Frau Doktor. Herr Grimm wurde erstochen. Zwei Einstiche. Einen in die linke Schulter und einen im oberen Brustbereich. Der zweite zu massiven inneren Verletzungen und letztendlich zum Tod geführt. Er saß hier auf dem Hocker, als es passiert ist. Von der Tatwaffe leider keine Spur. Den Wunden nach zu urteilen war es ein Messer mit zweischneidiger Klinge. Und die Zeit? 2.30 Uhr. In etwa. Das wäre noch recht spät hier gewesen. Der Laden schließt erst um 2 Uhr, hat danach noch was getrunken und dann, ja. Wie schaut's denn mit der Kasse aus? Ja, Kasse wird jeden Tag geleert, aber es war noch ziemlich viel Wechselgeld drin. Aber es hat den Täter nicht interessiert. Genau wie bei ihm. Geld, Papiere, alles da. Vielleicht hat ihr einen Täter überrascht, der hat zugestochen, Panik gekriegt, abgehört. Super Idee. Bitte in die Pathologie. Ich bin dann fertig. Meine Herren? Wiederschauen. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau Doktor. Ach, und viel Spaß beim 80. Ja, ist nur eine Zeitl hin, gell? Wiederschauen. Wer hat denn da zugesperrt gestern Nacht gemacht? Die Frau Fendel, die ist schon oben im Saal. Ich zeig's Ihnen. Ja? Morgen, Frau Stock. Morgen, Herr 80er. Hier ist die Akte. Die Akte Maler, wenn Sie bitte schon an die Staatsanwaltschaft weiterreichen würden. Ja, mach ich. Wo sind die Herren Kommissare? Wir haben einen Fall reingekriegt, einen neuen. Und zwar den Herrn Grimm haben sie umgebracht, den Besitzer vom Bergrausch. Grimm, aber nicht den Harald Grimm. Doch, genau den. Da schon, Herr. Ja. Ja, dann sollen die Herren doch bitte schon sofort zu mir kommen, wenn sie wieder da sind. Ich riech's aus. Ja, das ist richtig. Ich habe hier so gegen 2 Uhr Schluss gemacht und bin dann selbst gegangen. Und da war der Herr Grimm alleine hier? Der Herr Burger war noch da. Der ist ja extra aus Ingolstadt gekommen, um sich mit ihm zu treffen. Und wer ist das, der Herr Burger? Mein Vorgänger. Der hat früher die Geschäftsleitung hier gemacht, bis er den Pistenrausch in Ingolstadt übernommen hat. Noah Rausch? Eine Diskothek mit ähnlichem Konzept wie hier. Und übernommen heißt... Er hat sie ihm abgekauft. Vor einem Monat etwa. Und wie waren so die Stimmung zwischen den beiden Herren? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sagen Sie doch einfach, was Sie gesehen haben oder was Sie gehört haben. Sie haben gestritten. Was aber nichts heißt, weil der Herr Grimm mit so ziemlich jedem gestritten hat. Das war so seine Art. Und wo war der Streit? Unten in der Disco. Ich hab's auch nur mitbekommen, weil ich noch mal runter bin, um ihn an das Fenster zu erinnern, dass er das zumacht, bevor er geht. Gab's diesmal einen bestimmten Grund für den Streit? Da habe ich zu wenig mitbekommen. Aber wie gesagt, er hat sich mit jedem angelegt. Ich habe genauso mein Fett abbekommen. Was haben Sie denn gemacht, nachdem Sie gegangen sind? Ich war auf einem Geburtstag. Eine Freundin von mir hat reingefeiert. Dann seien Sie so nett und schreiben von der Freundin den Namen, die Adresse und die Telefonnummer auf. Gell?
Und in der Liste der Mitarbeiter bräuchten wir auch noch vor allem die Adresse von Herrn Burger, ja? Sie interessieren sich für Astrologie? Na ja, also spannend ist es schon, wie die Sterne unser Leben beeinflussen. Und wenn das dann im Horoskop steht und auch noch eintrifft. Self-fulfilling prophecy nennt man sowas. Was? Selbsterfüllende Prophezeiung. Sie lesen irgendwas im Horoskop, richten sich danach und schon passt es. Mit den Sternen hat das gar nichts zu tun. Frau Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Wer spricht? Frau Roloff, grüß Sie. Na, der ist leider nicht da. Soll ich ihm was ausrichten? Ja. Ja. Ja, selbstverständlich. Wiederhören, Frau Roloff. Das war die Frau Roloff. Sie richtet wohl gerade die Wohnung ein. Sie wissen schon, das große Teil, wo sie jetzt mit Herrn Litt einziehen wird. Schön für die beiden. Das hat ihn leider nicht auf dem Handy erreicht. Sie wollt wissen, ob die Farbproben schon angekommen sind. Fürs Schlafzimmer. Ja, sehr interessant. Frau Grenn? Hauptkommissar Lind, Grippo Rosenheim, das ist mein Kollege, der Hartl. Ist gut. Wir sind hier, weil... Frau Fendel hat mich bereits informiert. Ich weiß Bescheid. Bitte. Wir wollten Ihnen zuerst unser Beileid aussprechen. Das ist sehr freundlich, aber nicht nötig. Es klingt, als ob Sie und Ihr Mann kein besonders gutes Verhältnis hatten. Früher oder später würden sie so ohnehin erfahren. Harald und ich, wir wollten uns trennen. Darf ich mal nach dem Grund fragen? Er glaubte, ich habe ein Verhältnis. Und Hans? Natürlich nicht. Aber Harald war von Natur aus ein sehr misstrauischer Mensch. Genau genommen vertraute er nur sich selbst. Und das macht ihn manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben schon gehört, dass er nicht besonders einfach war und sich mit seiner Art nicht gerade Freunde gemacht hat. Ich möchte Ihnen mal was vorspielen. Hör zu, Grimm. Für das, was du uns angetan hast, wirst du zahlen, du Dreckskerl. Jetzt sieh aber ein bisschen unnatürlich an, oder? Könnte ein Textprogramm sein, von dem es abgespielt wurde. Von wann ist der Anruf? Von gestern Nachmittag. Mein Mann glaubte, dass es dieser Kunstschlosser sei, den er verklagt hat. Was denn für ein Kunstschlosser? Wir haben hier im Frühjahr einiges renovieren lassen, unter anderem den kompletten Treppenaufgang. Da gab es wohl große Schwierigkeiten. Wieso hat er gepfuscht oder was? Ich kann Ihnen gar nichts Genaues sagen. Ich war zu der Zeit im Urlaub. Irgendwas werden Sie doch mitgekriegt haben. Gespräche, Telefonat, Briefverkehr. Ich weiß nur, dass dieser Mann letzten Montag hier war und rumgebrüllt hat, mein Mann sei ein Betrüger. Und wie heißt dieser Kunstschlosser? Ja, wie schon gesagt, ich hatte nur kurz mit ihm zu tun, aber hier könnte er drin stehen. Danke. Ja, wir überprüfen das. Den Anrufbeantworter müssten wir mitnehmen. Ja, bitte. Sag's. Das mit dem, für das, was du uns angetan hast, wissen Sie, was das bedeuten könnte? Tut mir leid. Achso, wir müssen Sie natürlich noch fragen, wo Sie letzte Nacht so 2.30 Uhr waren. Ich war hier. Ich konnte nicht schlafen, da bin ich ein bisschen spazieren gegangen. Grüß dich, Stockel. Servus, Hartl, hey, heute im Sonntagsanzug. Ja, aber wenn die nicht da. Ist der Michi noch nicht da? Doch, der ist da drüben. So ein Schmarrn, jetzt geht das nicht mehr raus. Was ist denn mit Ihnen schon wieder? Der Michi hat einen Unfall gehabt. Wenn die Lucke bei der Streife gefahren ist, uns hinten nicht drauf, und ich schütte mir den ganzen Kaffee da drüber. Sonst ist Ihnen nichts passiert? Nein, ich hab's ja schon gemeldet, aber es ist wie verhext, alles, was hier halt angreift, geht schief. Ja, ich hab's ihm gesagt. Es steht alles in den Sternen, nur er hat's mir leider nicht geglaubt. Hättest du es nur dir gesagt.
Stockel, dann frage mal die Sterne, was sie über einen Grimm wissen. Mich tat vor allem der Prozess interessieren, den er kürzlich mit dem Kunstschlosser geführt hat. Ja, ich schaue mal, was ich finde. Herr Lind? Mhm. Die Frau Roloff hat vorher versucht, Sie zu erreichen. Ach so, ja, mein Handy war aus. Was wollt Sie? Sie wird wissen, ob die Farbmuster schon angekommen sind fürs Schlafzimmer. Sonst noch was? Der Herr Burger ist in einer Stunde da. Danke. Herr Lind, wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf. Ich mag ja gerne Terrakotta. Das hat so was Anregendes und Motivierendes. Dann sollten Sie Ihr Büro mal so streichen. Seht ihr nur denkt mit den Sternen, aber Hartl sagt da was. Das stimmt. Ja, Michi. Was ist denn eigentlich beim Grimm rausgekommen? Ja, eigentlich immer dasselbe. Also quasi, er ist schwierig und er nimmt die Leute aus. Inwiefern? Naja, der hat meistens große Gehaltserhöhungen irgendwie versprochen und da haben sie natürlich buckelt, wenn nicht gescheit. Und immer, wenn einer etwas von ihm wollte, dann hat er ihn rausgeekelt mit irgendeiner halbschattigen Geschichte. Das klingt nicht schwierig, das klingt gerissen. Ja. Haben sie eigentlich alle ein Motiv gehabt? Nein, das habe ich schon überprüft. Da haben aber alle ein Alibi. Ja, danke, Herr Lind. Haben Sie was gesagt zu gestern Abend? Ich weiß nicht, ja. Naja, die Kassiererin hat gesagt, es fehlt eine Verzehrkarte. Verzehrkarte? Das ist sowas. Eine Eintrittskarte. Nein, nicht. Damit kommst hinein und wenn du in der Diskothek drinnen bist, ja, und etwas verzehren möchtest, dann wird es auf dieser Karte verbucht. Und wenn man da hinausgeht aus der Diskothek, dann muss man bezahlen, was man verfressen hat. Dann hat eben jemand seine Karte verloren. Nein, das hätte er natürlich gemeldet. Außerdem wäre gar nicht aus der Diskothek hinausgekommen, Herr Lind. Und sie war nicht von den Gästen ausgeschlichen, dass er nicht zahlen muss. Oder er ist drin geblieben und hat sich versteckt. Herein? Ich muss jetzt Schluss machen. Servus. Herr Lind, kommen Sie rein. Und wo haben Sie den Herrn Hartl gelassen? Der musste schon mal dringend zu Frau Dr. Eckstein. Naja, gut, bitte. Ja, ich habe gehört, dass der Herr Grimm von der Diskothek Bergrausch ermordet wurde. Richtig, letzte Nacht. Das ist Folgendes, ich kannte den Herrn Grimm persönlich. Aus der Diskothek? Nein, vom Studium. Was, der Herr Grimm hat Jura studiert? Ja, 8 Semester. Kurz vor dem ersten Staatsexamen hat er dann abgebrochen. Aha. Er war ein hochintelligenter Mann. Es ging ihm allerdings weniger um Recht und Ordnung, sondern vielmehr um die Kenntnis rechtlicher Freiräume. Verstehe. Ja, gibt's schon eine konkrete Spur? Wir haben ein paar Hinweise auf ein privates Motiv, aber wir hoffen erstmal, dass uns Frau Dr. Eckstein weiterhelfen kann. Gut. Danke. Wie ich Ihnen bereits sagte, handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Messer. Hallo. Hallo, Frau Dr. Doppelschneidige Klinge, leicht geschwungen, ca. 15 cm lang. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Da kommt doch bestimmt noch eine Arbeit. Beide Wunden weisen auf eine Art Widerhaken hin, der in der Klinge integriert ist. Ein Jagdmesser vielleicht? Eher ein Tauchermesser. Ein sogenannter Line-Cutter. Die spezielle Klingenform weist darauf hin. Aha. Unser Täter scheint gern baden gegangen. Gibt es irgendwelche Spuren, die auf einen Kampf hindeuten? Nein, gar nichts. Gut, dann Dankeschön. Nicht schlecht, Herr Specht. Ah, Herr Lindhartl, kommt Sie mal bitte, ich habe was gefunden. Und zwar, der Harald Grimm hat in den letzten 3 Jahren 12 Prozesse geführt gegen Angestellte, Gäste, Vermieter. Und 10 davon gewonnen, nicht schlecht. Mhm. Hat sich sein Jurastudium rentiert. Wahrscheinlich wusste er genau, wann er eine Chance hatte zu gewinnen. So, Hartl, und von dem Prozess, der gegen den Kunstschlosser Dirk Stegner geführt worden ist, habe ich im Rosenheimer Anzeiger eine Notiz gefunden. Da war nämlich der Urteilsspruch letzten Montag. Und um was ist in dem Prozess gegangen? Meider Grimm hat wegen Mängeln geklagt und gewonnen.
So ist der Stegner hat nachbessern müssen. Das lief auf eine Kostenminderung hinaus. Der Stegner hat über 5000 Euro verloren. Montag, da war der Stegner doch beim Gräber und hat Rabatz geschlagen. Dann war er wohl mit dem Urteil nicht ganz einverstanden. Da hätten wir uns den Herrn noch mal nehmen, ne? Unbedingt. Sehr gut, Frau Stoffi. Danke. Ach, und denkt ihr bitte dran, dass der Herr Burger gleich kommt? Ach so, ja. Gut, ich schlag vor, Sie reden mit dem Burger und ich fahr zu der Schlosserei. Vielleicht wollten wir die Akte vom Kreml noch mal anschauen. Stockel, wann kommt denn der Burger? Danke. Sie glauben noch nicht, dass ich was damit zu tun habe. Sagen wir mal so, zeitlich täts passen. Es ist ein Zufall, das ist alles. Was haben Sie denn eigentlich so spät um die Zeit vor ihm noch wollen? Wir hatten was zu besprechen. Geschäftlich. Wegen der Disco in Ingolstadt, die es vor ihm übernommen haben. Ja, genau, unter anderem. Und die Besprechung, die muss ja recht hitzig gewesen sein. Entschuldigung, wo finde ich Herrn Stegner? Das bin ich. Worum geht's denn? Hauptkommissar Lind, Kripo Rosenheim. Es geht um einen Kunden von Ihnen, Herrn Krem. Krem schon wieder. Was will er denn? Das ist immer noch nicht voll genug. Doch, das hat er. Er ist letzte Nacht in seiner Diskothek ermordet worden. Aber was? Und wann wissen Sie denn schon wer? Möglicherweise hängt sein Tod mit einem Drohanruf zusammen, den er bekommen hat. Und zwar kurz nachdem Sie Ihren Prozess gegen ihn verloren haben. Und jetzt glauben Sie, dass ich. Ich habe mir jemanden angerufen. Unbraucht. Schon gar nicht. Wo waren Sie denn letzte Nacht, so zwischen 2:30? Und die Zeit schlafe ich längst. Wenn Sie es genau wissen wollen. Allein. Und sind Sie wieder weg aus dem Berggarage? Na, gleich nachdem die Frau Fennel gegangen ist, so kurz nach 2. Und der Herr Krem? Keine Ahnung, was der gemacht hat. Also ich bin dann gleich mit dem Taxi nach Hause gefahren. Nach Ingolstadt? Nein, ich habe meine Wohnung hier. Almstraße 7. Falls ich mal geschäftlich in Rosenheim zu tun habe. Gut, Herr Burger. Das war's dann. Vorerst. Herr Burger? Ja? Sie gehen nicht rein, zufällig gelegentlich tauchen. Meinen letzten Urlaub habe ich vor 5 Jahren gemacht. Geht's Ihnen wie mir? Mei! Du Stock, ist also gut. Ruf einmal bei den Taxler durch, ob sie in der vergangenen Nacht der Tour vom Bergrausch in die Heimstraße 7 gehabt haben. Ach, da war ich auch gern. In der Heimstraße 7? In der Karibik. Der Hansen hat eine E-Mail geschickt. Die Regatta schon vorbei? Natürlich nicht. Haben fantastisches Wetter und herrlichen Segelwind. Morgen geht's in die letzte Runde. PS. Hatte ganz vergessen, wie anstrengend so eine Regatta ist. Da, schau dann an. Mei, schaut völlig fertig aus, der Arme. Sind wir froh, dass uns hier so gut geht, gell? Denk einfach an die Heimstraße 7, Stoppel. Wie ich gehört habe, waren Sie erst kürzlich bei Herrn Krem und haben ihn als Betrüger beschimpft. Wer soll ja wann er ist? Ich nehme mal an, es ging um seine Klage. Passen Sie mal auf. Mein Vater hat die Schlosserei vor über 40 Jahren aufgebaut. Ja? Das ist ein Traditionsbetrieb. Da verbünden wir uns für die Qualität. Das hat Herr Krem wohl nicht so gesehen. Ja, aber erst vor dem Gericht. Vorher nicht. Wenn Sie bei uns was bestellen, kriegen Sie alles in Handarbeit. Da gibt es nichts von der Stange. Dann natürlich zu unterschiedlichen Abständen bei den Verzierungen kommen. Das sieht man gar nicht.
Ist ein Problem. Ja, aber den habe ich selber darauf aufmerksam gemacht, wie er da war und sich das Kern da angeschaut hat. Was das heißt, er hat die Arbeit sogar abgenommen? Ja, freilich. Er hat sogar noch ein Bier mit meinem Vater getrunken und sich bedankt. Aber kaum, dass wir es einbart gehabt haben, dann... Wollte er nicht zahlen. Genau. Ein Zehner. War das der Michi? Ja, der Lucky. Ah, der Lucky. Der Grimm hat seine Frau überwachen lassen. Da schauen Sie Fotos und eine Rechnung von einer Detektei aus München. Ich habe die Frau Stockler mal ein bisschen recherchieren lassen und die sagt, soweit schaut eigentlich alles ganz seriös aus. Gibt's irgendwas Neues von Grimms Anwalt? Eigentlich bloß, was wir uns gedacht haben, dass seine Frau Alleinerbin ist. Ah, er wollte das Testament ändern lassen. Hast du ja noch richtig Glück gehabt, dass er vorher gestorben ist. Und warum hat er sie überwachen lassen? Das müssen Sie den Detektiv schon selber fragen. Der erwartet Sie übrigens um 19 Uhr im Times Square. Und? Nein, Sie. Ich muss doch... Die Frau Hofer holt mich ab. Das ist... Ja, die Marie. Ja, Hadl, wo bleibst du denn? Bist schon. So unten. Ja, 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 gleich. Ja, dann ja, ja, sieh die. Ja, ja, ich komm. So. Das erste Mal, was funktioniert heute. Der Jupiter. Ich habe gerade mit der Spuse telefoniert. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben die Verzehrkarte gefunden. In einer Mülltonne, gleich ums Eck vom Almrausch, Bergrausch. Spuse bringt sie her und dann lassen wir es heute untersuchen. Was war eigentlich mit dem Toranruf? Natürlich nichts. Der Anruf war von einem öffentlichen Fernsprecher aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ein Viktoriaplatz. Und wie, das ist doch beim Stegner. Ja, vielleicht haben Sie recht gehabt und der steckt da drin. Prüfen Sie mal seine finanziellen Verhältnisse, vielleicht finden wir doch irgendwas. Ich werde es versuchen. Ich muss dann, gell? Wissen Sie, was das für Ausdrucke sind hier? Nein, ich habe auch schon probiert, dass ich die Frau Ortmann erreiche, aber ich habe es nicht erreicht. Bleibt es auch an mir hängen, na toll. Mei Hartl, glaubst du das? Eine Viertelstunde wart ihr jetzt schon. Ah. Ach, wenigstens ist der Anzug noch sauber. Fesch, gell? Hat mich auch einige Mühen gekostet. Du, die Blumen musst du nehmen. Ja. Aber pass auf, die ist ja noch nass. Gut. Hartl. Ja? Kann ich reinkommen? Was gibt's denn? Ich habe hier so ein paar Unterlagen, aus denen wir einfach nicht schlau werden. Und ich dachte, vielleicht kannst du irgendwas damit anfangen. Schau mal. Das sind so Zahlenkolonnen. Und, hast du dich schon für eine Farbe entschieden? Farbe? Ja, ich dachte, deine Frau Rohler wollte dir Farbenmuster schicken fürs Schlafzimmer. Frau Stockel. Ich stand nur zufällig daneben, als Helen angerufen hat. Scheint ihr ja sehr wichtig zu sein. Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Aber es gibt in Hamburg so einiges, was noch ungeklärt ist. So. Also das scheinen irgendwelche Kürzel für Abrechnungspositionen zu sein. Ich würde es mir gerne genauer anschauen, aber ich muss gleich weg. Also wenn du mir den Ordner bis morgen da lassen kannst. Ja klar, danke. Also wenn du mich fragst, ich finde es fein nicht schön, dass der Geburtstag ausgefallen ist. Das ist ja schön, dass du auch mal wieder da bist. Ich auch, gell? Für diese gehe ich jeden Tag. Merci. Hallo Marie. Wo hast du den Kopieren gelassen? Fortbildung. Immer noch. Mhm. Und derweil wohnt er bei dir. Das hat sie ja schnell rumgesprochen. Dein Marion war gestern da. Was? Am Abend. Mit dem Hunzinger. George.
Mit dem? Ja, der hat sie ganz schwer angraben. Der Sauhund, das gibt's ja nicht. Kambisberg steht da auf der Matte. Das ist ein ausgeschammter Hundling, ein ausgeschammter. Den Sauerbraten mit den rohen Schädel könnt ihr empfehlen. Ja, klingt gut, ja. Und zwar helle, bitteschön. Alkoholfrei. Ja, mir gescheit, sie fort. Kambisberg bist du schon vergessen. Naja, vielleicht ist er nur eine billige Tour, um dich eifersüchtig zu machen. Was? Hattel, schalt da mal deinen kriminalistischen Verstand ein. Die Mitzi ist bekannt für ihre, sagen wir mal, nachrichtendienstlichen Fähigkeiten. Wenn man es also darauf anlegt, das, was am nächsten Tag an der großen Glocke hängt, braucht man sich nur von der Mitzi bedienen lassen. Ist was dran? Also du meinst, dass... Dass dein Mario ganz bewusst mit ihrem Hunzinger hierher gekommen ist. Aha. Du verstehst was von Frauen. Schon? Bin ja selber eine. So. Einmal mit, einmal ohne. Zum Wohl. Danke. So ist es jetzt mal. Gleich. Das. Liebste Marion, hab erfahren, dass du mit dem Hunzinger im Rosenbräu warst, kannst mit ihm auch gleich in Urlaub fahren. Hattel, so kriegst du es nie zurück. Das ist mir wurscht. Sendung. Weg. Hey. Ja, servus, Christian. Du kommst genau richtig. Ich hab ein neues Weinlein, den musst du unbedingt probieren. Würde ich sehr gerne, aber ich habe noch einen Termin. Ja, gib mir ein Wasser. Der Mann, der niemals Feierabend macht. Tja, ja. So, sehr zum Wohle. Servus. Bist wegen dem Creme da, oder? Woher weißt du das schon wieder? Man kennt sich heute in der Branche. Außerdem habe ich mir öfter mit Getränke ausgeholfen. Dann könntest du den Burger wohl auch. Auch so ein ewiger Junggeselle. Ja, der ist aber, glaube ich, nicht mehr in Rosenheim, oder? Nee, der hat vom Kreml einen Laden übernommen in Ingolstadt. Servus. Ein Pistenrausch. Ach, der ist es. Ob er sich da so einen großen Gefallen da hat? Wieso? Weil die ziemliche Probleme haben sind. Wenn du willst, dann kann ich da gerne mal nachfragen. Schmeißt du mal deinen Laden, ich ermittle, okay? Aber du kannst mir gern seine Nummer geben. Für dich ist wirklich besser, dass du was trinkst. Herr Linz? Ja. Thorsten Gosch. Ja, freut mich, Herr Gosch. Ja, dann gehen wir gleich darüber. Hm? So, einen Cabernet für den Herrn und ein Wasser Las Vegas für den Herrn Lind. Darf sonst noch was sein? Die Nummer. Übrigens, ich kann auch davon ausgehen, dass unser Gespräch vertraulich behandelt wird. Also versprechen kann ich Ihnen das nicht. Es geht um einen Mordfall. Haben Sie schon öfter für Herrn Krem gearbeitet? Ja, einmal vor 2 Jahren. Da ging es um die ungenehmigte Nebentätigkeit einer Angestellten. Aber aktuell ging es um seine Ehefrau. Das ist korrekt. Herr Krem hatte den Verdacht, dass sie eine Affäre hat. Der Klassiker. Und? Hat sie? Ich habe Frau Krem jetzt über einen Zeitraum von 14 Tagen observiert. Da war nichts. Keinerlei Kontakte, die auf irgendeine Art von Affäre schließen lassen. Haben Sie das Ihrem Mann erzählt? Ja, dazu kam es ja nicht mehr. Ich habe die Observation ja gestern erst abgebrochen. Das heißt, Sie haben sie gestern noch überwacht? Bis heute Morgen um 3 Uhr, um genau zu sein. Was hätte sie so gegen 2 Uhr, 2.30 Uhr getan? Das kann ich Ihnen genau sagen. Da war sie spazieren, auf der Straße vor ihrem Haus. Ich habe mich noch gewundert wegen der späten Zeit, aber offensichtlich konnte sie nicht schlafen. Hm. Tja. Sauwetter. Gehst du? Ja. Die SMS von gestern auf Nacht, die hat nämlich wirkt.
mit der Marion und mir, das hat wieder Perspektive. Geh weiter? Ja, und weißt du, wo es in Urlaub hingeht? An den Gardasee. Das mit Nepal, das war gestern. Das ist ja super. Ja, weißt, manchmal, da muss man einfach bloß hart bleiben. Wie dein Name schon sagt, gell? Ja, und Dankeschön für alles. Passt schon. Für dich. Ein bisschen werdet ihr ja vermissen. Aber trotzdem, und das pass jetzt bitte nicht falsch auf, ich muss die Hände mal sehen. Und die Sau wieder nimmst gleich mit, gell? Ja, die Marion. Ui, Michi, schlecht geschlafen, hä? Frau Stockel, es gibt bei der Blösselbrauerei einen Herrn Leitner, wenn Sie den erreichen könnten. Mach ich dann. Michi, schaust du so munter aus? Hast du gefeiert gestern, hä? Das hört nicht auf, was mir jetzt schon wieder alles passiert ist. Sag mal, hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht nicht an deine Sterne liegt, sondern an dir? Hartl sagt nichts Falsches. Waren Sie schon bei der Bank vom Stegner? Ja, das war interessant, weil der Strinzel von der Bank hat mir nämlich erzählt, dass dem Stegner gar nicht gut geht. Sie meinen die Schlosserei finanziell. Das hat der Stegner aber verschwiegen. Das muss richtig schlimm sein. Ja. Wie war das auf dem Anrufbeantworter? Für das, was du uns angetan hast, wirst du zahlen. Ja, der meinte die Firma. Das sah ganz so aus, wie wenn er seine Drohung wahrgemacht hätte. Herr Mohr? Ja, ich hol ihn schon. Ich soll im Berghaus gewesen sein. An dem Abend, als Herr Gremm umgebracht wurde. Das stimmt nicht. Ich war da noch nie. Ich kann Ihnen sogar sagen, was Sie getrunken haben. 3 Weißbier und 1 Schnaps. Das ist eine Verzehrkarte vom Mordabend. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Geben Sie es zu, Sie wollten sich an Gremm rächen, weil er Sie ruiniert hat. Sie haben sie sogar vorher angekündigt, wer sind vom Viktorienplatz angefahren. Das war ich nicht. Da war ich auf der Messe in Frankfurt. Und da habe ich was Besseres zum tun gehabt, als den Gremm zum Anrufen. So, und das sind ja nicht Ihre Fingerabdrücke da drauf. Herr Stegner, Sie haben uns bis jetzt nur angelogen. Warum sollen wir Ihnen glauben? Ich bin Anwalt. Ja. Herr Stegner, jetzt hören Sie mal zu. Wenn Sie es waren, dann holen wir Ihnen jetzt gerne einen Anwalt. Wenn Sie es aber nicht waren, würde ich Ihnen raten, dass Sie mit uns zusammenarbeiten, sonst wird die ganze Sache nämlich bös enden. Ja, also gut, ich war im Bergrausch. Aber nicht, um mich umzubringen. Sondern? Ich habe mich bei den Toiletten unten versteckt und gewartet, bis alle weg waren. Und dann? Dann habe ich die Wasserleitung aufgebrochen, damit der Keller geflutet wird. Der Wasserschaden? Ja, ich wollte den bloß ans Auswischen, damit er nicht ganz ungeschoren davon kommt. Das war alles? Ja. Dann bin ich die Treppe hoch und übers Fenster raus. Ich habe den Gremm nicht einmal gesehen. Na gut, mal angenommen, Ihre Geschichte stimmt. Dann waren Sie also im Keller, als Herr Gremm umgebracht wurde. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Haben Sie nichts bemerkt? Nein. Ja, außer vielleicht, wie ich rausgekommen bin. Da hat so ein Saugkerl mir über den Haufen gefahren. Der hat noch einen Bollack gestrampt mit seinem Auto. Haben Sie den Fahrer erkannt? Ich habe bloß ein silbernes Auto gesehen, so ein Kombi. Moment, Herr Mohr, ich schlage vor, Sie fahren mal mit ihm zum Bergrausch und lassen sich Jenner zeigen mit dem Wagen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Spuren da. Herr Mohr. Ja, mach ich. Ich kümmere mich um die Messegeschichte, ja? Ist gut. Sag mir, was hast denn? Ist was? Falsch, Mann. Wenn wir vorhin bei der Stockel, aber mir in der Tube alles Kleber reingesetzt. Beobacht, dass du der Stegner nicht abhört bei dem Glück, was du hast mit deinen Sternheit, gell? Ich kann nicht lachen. Ihr schafft's Zeiten da.
Sie sind sicher, dass er die ganze Zeit... Aha. Gut, dann vielen Dank erstmal für die Auskunft. Ja, wiederhören. Folgendes, der Stegner scheint die Wahrheit gesagt zu haben. Das heißt, er war auf dem Mess in Frankfurt. Laut Veranstalter das ganze Wochenende. Er kann also unmöglich vom Viktoriaplatz aus telefoniert haben. Für unseren Frau scheinen die Sterne Annika gut zu stehen. Ach, Herr Lind, das ist der Herr Leitner von der Brauerei. Danke, Frau Stockli. Herr Leitner, Frau Kommissar Lind. So, ja, und die Taxizentrale hat sich auch gemeldet wegen dem Max Burger. Es gab tatsächlich eine Tour vom Bergrausch in die Heimstraße Nummer 7. Allerdings nicht um 2 Uhr, sondern gegen 2.40 Uhr. Ah, von wegen, er ist gleich nach der Fentel gefahren. Ja, sonst noch was? Nein, passt schon, danke. Ja, das hilft mir schon erstmal sehr viel weiter. Vielen Dank, wiederhören. Noch mehr Neuigkeiten. Das war der Leitner von der Brauerei. Unser Herr Burger scheint ein kleines Problem zu kriegen. Die setzen ihm eine andere Diskothek vor die Nase, den Dom. Dom klingt noch was größer. 5 Areale, 7 Bars auf ca. 2.500 Quadratmetern. Nicht nur das, am Ende kann er seine Brauerei und Pachtverträge nicht einhalten. Wenn der Grem das gewusst hat, dann hat er ihm sauber ausgeschmiert, ein Burger. Das Beste kommt noch. Der Leitner hat gerade erzählt, dass Grem das auf jeden Fall gewusst haben muss, weil er ist am Dom beteiligt. Sauber, dann hat er sinkende Schiff gerade noch so verkauft. Genau. Nehmen wir zum Burger noch mal vor. Ja. Guten Morgen, Frau Stöckel. Frau Ottmann. Der Herr Lind ist nicht da? Na, ist nicht da. Müssen Sie halt später noch mal kommen. Herr Schaffzeiten, das ist aber auch hartnäckig. Was machen Sie denn da? Der Michi hat sie auf den Kleber gesetzt und jetzt versuche ich, das Zeug hier wegzukriegen. Ja, ich habe auch das von seinem Unfall gehört. Da scheint er ja wirklich vom Pech verfolgt zu sein momentan. Ja, hätte er bloß auf sein Horoskop gehört, da ist alles drin gestanden. Ich sag nur, self-fulfilling prophecy. Oder auf Deutsch, wer nicht hören will, muss fühlen. Ganz aktuell sind Ihre Sterne aber nicht. Wieso? Weil die Zeitschrift eine Woche alt ist. Wie? Gilt für letzte Woche, nicht für diese. Dann hat mir die Elfie ja euch die Ausgabe gegeben. Ja, da wird sich der Herr Mohr aber freuen, dass seine Pechstrahlung ja längst vorbei ist. Der bringt mich um. Schönen Tag noch. Ich habe Ihnen schon gesagt, worüber ich mit dem Grimm gesprochen habe. Dann sagen Sie es noch einmal. Es war geschäftlich. Und es ging nicht zufällig um den Dom? Diese Megadiskothek, die Ihnen da vor die Nase gesetzt werden sollte? Wir wissen von der Geschichte. Und wenn schon, Konkurrenz belebt das Geschäft. Herr Burger, verzeihen Sie es doch keinen Schmarrn. Der Grimm hat Ihnen den Laden verkauft, der Sie in den Ruin stürzt. Also, ich wäre ziemlich wütend auf ihn. Vor allem, wenn ich erfahren hätte, dass er Teilhaber von Dom ist und genau wusste, was da passieren wird. Ja, schön, ich war wütend auf ihn. Na und, deswegen habe ich ihn noch lange nicht umgebracht. Aber Sie haben uns verzeiht, dass Sie gleich nach der Frau Fentel gegangen sind und dass Sie sich ein Taxi gerufen haben. Was aber nicht stimmt, weil der Anruf in der Taxizentrale erst gegen 2.40 Uhr eingegangen ist. Sie haben gelogen, Sie haben ein Motiv und Sie waren zur Tatzeit im Bergrausch. Sie sollten langsam mal anfangen, die Wahrheit zu sagen. Sie haben noch keine Ahnung. Für mich ist das doch eine Katastrophe, dass der Kerl tot ist. Ach nee. Ich habe einen ziemlich guten Anwalt. Und der hat rausgefunden, dass der Kaufvertrag für den Pistenrausch anfechtbar ist. Erzähl's mir, oder? Ein Teil der Elektrik ist so marode, dass der Grimm mir das hätte sagen müssen. Deshalb fechte mir den Vertrag an und... So wie es aussah, standen die Chancen gar nicht schlecht. Verstehe. Dann wären sie in den Laden losgeworden und aus den Spesen wäre nichts gewesen. Ja. Und genau darüber habe ich mit dem Grimm gesprochen. Klar, dass er nicht begeistert war, aber er wollte darüber nachdenken. Wie erklärt sich Ihre späte Heimfahrt? Ja, nachdem ich beim Grimm war, habe ich erst noch meinen Anwalt angerufen, Dr. Moser. Wir sind in einem laufenden Verfahren, da wollte der natürlich gleich informiert werden, wie der Grimm reagiert hat. Nachts um 2:30.
Ich habe Ihnen ja gesagt, dass das ein guter Mann ist. Den können Sie auch nachts um 4 noch anrufen, wenn es sein muss, aber... Das können Sie gerne nachprüfen. Das werden wir auch machen, Herr Burger. Darauf können Sie sich verlassen. Also ich fürchte ja, dass Seigschicht stimmt. Ja, da sollten wir aber erstmal mit seinem Anwalt reden. Ja, das machen wir. Aber er ist mir ein bisschen zu selbstsicher. Ja, da gebe ich dem Kollegen recht. Außerdem passt das nicht mit dem Drohanruf. Das ist wieder zum Stegner passt, aber der war ja in Frankfurt. Ja, könnte es denn sein, dass ihn jemand absichtlich in Verdacht bringen wollte, um von sich abzulenken? Wenn jetzt jemand sein müssen, der von dem Streit mit dem Handwerker gewusst hat. Seine Frau vielleicht. Hm. Aber die hat ein Alibi, ein Detektiv, der sie in der Mordnacht überwacht hat. Bitte. Von ihrem Mann in Auftrag gegeben. Der Grimm hat seine Frau überwachen lassen? Das kann ich mir kaum vorstellen. Warum? Es mag ja eine Weile her sein, aber so weit kenne ich den Grimm schon noch. Der fackelt nicht lang, der stellt seine Frau zur Rede und zieht seine Konsequenzen. Aber so eine Mauschelei mit einem Privatdetektiv, na, das kommt mir sehr merkwürdig vor. Ja, dann... Stockel, Hartl. Die sind im Vernehmungsraum. Michi, warte mal. Ich muss dir was sagen wegen deinem Horoskop. Stockel, das interessiert mich nicht. Es ist nämlich so, das ist von letzter Woche. Es ist quasi abgelaufen. Was? Mal angenommen, Herr 80er hat recht mit seiner Vermutung und der Grimm hat den Gosch gar nicht beauftragt, seine Frau zu beschatten. Das hieße, dass der Gosch, was diese Überwachung angeht, gelogen hat. Aber warum? Gute Frage. Da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Hi. Hi. Frau Ortmann, grüß Gott. Herr Hartl, ich habe mir diese Ausdrucke noch mal angesehen. Und? Wie ich vermutet habe, das sind Abrechnungen, die lediglich elektronische Überweisungen dokumentieren. Vermutlich Einkäufe für die Diskothek. Aber hier ist mir was aufgefallen, diese Rechnung von diesem Detektiv. Vom Gosch, was ist denn damit? Also zunächst einmal ist die Steuernummer falsch. Sie ist 9-stellig, müsste aber 11-stellig sein. Außerdem ist die Handelsregisternummer falsch und die Mehrwertsteuer ist falsch ausgerichtet. Alle Achtung, haben Sie gut bemerkt. Das ist mein Job. Also, wenn ich ehrlich bin, wer auch immer diese Rechnung gestellt hat, hat er entweder keine Ahnung. Oder es war Betrug. Oder beides. Ja. Also. Danke. Stockel, hast du den Gosch überhaupt überprüft? Nein, ich habe mir jetzt einfach seine Daten im Internet angeschaut. Soll ich nochmal recherchieren? Nein, wir machen das jetzt selbst. Verstehe. Ja, ja, danke erstmal, Frau Klaus. Ja, wiederhören. Also, laut Telefongesellschaft stimmt die Adresse vom Gosch, aber es ist ein Privatanschluss. Kein Wort von der Detektei. Warum überrascht mich das nicht? Es gibt im Handelsregister keine Detektei, Gosch. Danke, Stockel, das wissen wir inzwischen auch. Und ich habe bei der Zulassungsstelle angerufen. Der Wagen von Gosch ist zugelassen auf die Tauchschule Gosch. Und die sitzen am Starnberger See. Und der Lack vom Wagen ist genau derselbe Lack wie der Lack am Poller vor der Diskothek. Jetzt wissen wir, wem das Tauchmesser gehört. Darf ich bitte erfahren, was das Theater soll? Hol mich aus meinem Haus, als wäre ich ein Verbrecher. Das Theater klären wir gern ab. Frau Grimm, Sie stehen unter dem Verdacht, Ihren Mann ermordet zu haben. Das ist eine Frechheit. Wir gehen jetzt erstmal da rein und dann sehen wir weiter, ja? Wenn Sie bitte da Platz nehmen. Ja, Herrn Gosch brauchen wir Ihnen ja nicht mehr vorzustellen. Tut mir leid, ich kenne diesen Herrn nicht. Bitte, Frau Grämer, sparen Sie uns das. Wir wissen von Ihrem Verhältnis.
Wir haben uns ein wenig in Herrn Goschs Wohnung umgesehen. Und da gibt es Damenkleidung, Kosmetik. Ah ja, und dieses wunderschöne, romantische Foto. Sie war es. Hat den Mund. Ich habe das Messer besorgt und den Wagen gefahren, aber sie hat ihn umgebracht. Ja, weil du zu feige warst. Das wollten wir hören, Frau Gremm. Spiel es aus. Meine Herrschaften, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Die Frau Gremm mit der Kollegin, der Herr Gosch kommt mit mir. Heute noch. Gut haben wir es gemacht. Ja, wo strahlt er wieder? Vielleicht hat er sein Sternzeichen gewechselt.